Ach, meine Lieben, ja, gerade nach dem gestrigen Reading, wo es so ein bisschen irgendwie um finanzielle Geschichten ging, die eventuell in der Vergangenheit nicht so gut gelaufen sind, wo eine Beendigung stattfindet und wo alles so ein bisschen schwieriger war, also auch mit schwerem Schicksal, haben wir heute oder drei Karten sogar, die nur praktisch jetzt so also eine Auflösung anzeigen. Wir haben einmal die Karte der Sonne. Ja, das kann also sein, dass jetzt hier direkt der Sommer mit angezeigt wird, dass ja, die Sonnenenergie da ist, das Licht am Horizont ist, dass hier etwas aufgeht, ja, und ja, man einfach wieder so ein bisschen mehr Freude ins Leben reinlassen kann. Wir haben dazu die Karte der Wege, ja, also es öffnet sich ein Weg, ja, wo man einfach auf einmal klar sieht, ja, boah, hier muss ich lang gehen. Das heißt jetzt nicht, dass das unbedingt, ich stell mal eben das Räucher weg, das ist ein bisschen intensiv. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das direkt alles irgendwie total klar ist, aber wie gesagt, da kommt Klarheit rein, man kann diesen Weg beschreiten. Oder ich sag mal so, jetzt für eine ganz, ganz lange Zeit, das heißt es jetzt nicht, aber jetzt nur für die nächste Zeit wird euch der Weg gezeigt. Der Weg wird angegeben, wir haben die Zahl 22. Es könnte also gut sein, dass hier jetzt ne, tatsächlich so Türen aufgehen, die vorher gar nicht ersichtlich waren. Ja, da plötzlich einfach was Neues passiert. Wir haben dazu den Bären, ja, also der Bär, das steht im klassischen Sinne jetzt für einen älteren Mann. Das kann also durchaus auch ein Chef sein oder na, so Vaterfigur, Chef. Das kann auch jemand sein, der offiziell mit irgendetwas zu tun hat. Ob das jetzt irgendwie ein Berater beim Arbeitsamt ist, bis hin zum Richter oder zum Polizisten, das kann also alles Mögliche sein. Und das ist eine Figur, die hier praktisch den Weg stärkt oder sogar den Weg öffnet. Ja, das heißt, vielleicht kommt hier in irgendeiner Form ein Angebot, wo man ein Dilemma lösen kann, ja, wo einem irgendwie Hilfe entgegenkommt. Der ist einmal, also meistens sehr freundlich gesonnen, also gerade jetzt mit diesen Karten, gerade mit der Sonne, also Sonne und Bär, zeigt eben aber auch, dass man in Stärke und in Kraft reinkommt und auf einmal, wie gesagt, dieser Weg sich öffnet. Finde ich ganz toll. Also folgt dem Ganzen bitte. Ja, und ihr dürft auch Spirit natürlich darum bitten, dass euch Wege aufgezeigt werden. Ja, manchmal sind wir einfach verzweifelt und wissen nicht, wo es hingeht und wo es lang geht. Und ja, da muss man irgendwie ne, etwas prozessieren und sich durcharbeiten. Und plötzlich auf einmal macht es zack und dann weiß man ganz genau, was man tun muss. Und das wünsche ich jetzt allen von Herzen, die hiermit zu tun haben. Und mucho, mucho amor. Und bis ganz bald. Bye bye.